Markus Müller, genau. So, und Sie haben sich ja auf unseren Aufruf im Internet schon gemeldet, dass Sie gerne sozusagen hier diese Plattform Twinkle, die Erklärmaschine, vorstellen. Ihr Video. Ganz genau. Also, hallo erst nochmal von mir. Mein Name ist Markus Müller. Ich bin neben Sean Pollack einer von zwei Erfindern von Twinkle, der Erklärmaschine. Und ich würde gerne in den nächsten 4-5 Minuten gerade mal das Prinzip von Twinkle und unsere Vision von einer Erklärmaschine zum Besten geben. Wenn ich sage, wir haben eine Mission, das sind jetzt nicht zwei Leute, sondern wir sind eine Community. Es sind ganz viele Menschen, die zusammen an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Das gemeinsame Ziel von Twinkle ist ein soziales Kursaal, bei dem jeder mitmachen kann. Das Besondere dabei ist, wir liefern Erklärungen, die nicht nur gut, sondern auch kurz und knackig sind. Dazu haben wir unsere Idee, ist es, wir bringen Twitter in der Kürze und Wikipedia die Informationsflut einfach zusammen, packen das zusammen, rauskommt, entwickelt die Erklärmaschine. Wie das Ganze aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben einen kleinen Film. Ja, das ist er nicht. Okay, es gibt noch kleine Probleme mit der Technik. Bitte noch sitzen bleiben. Nutze ich noch die Zeit, vielleicht bis das da oben ist, vielleicht wann wurde entwickelt und gründet. Machen wir ein bisschen außenrum. Genau. Wir sind jetzt online seit 3 Monaten. Noch nicht besonders lang. Wir haben in den 3 Monaten bisher 7600 Erklärungen sammeln können. Die Nutzer, die mitmachen, stetig steigend. Und wir hoffen natürlich darauf, dass viele Leute mitmachen. Wir sehen auch gleich, wie einfach es ist, einfach selbst eine Erklärung abzugeben. Okay. Und jetzt kommt es auch schon. Wunderbar. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Ich würde gerne zeigen, wie Twinkle funktioniert. Das ist die Seite Twinkle, die URL dazu twinkle.it. Wenn ihr mal hochscrollt, oben haben wir ein Suchfeld, da geben wir einen Suchbegriff ein, ich nehme jetzt einfach mal Twitter. So, wir sehen hier oben eine Erklärung, kurz auf den Punkt gebracht, was ist Twitter. Eine weitere Besonderheit, wenn man das jetzt vergleicht mit Wikipedia, sieht man, wenn man runterscrollt, es gibt mehrere Erklärungen zu einem Thema. Man muss sich nicht mit anderen Leuten auf ein Thema einigen, sondern jeder kann seine eigene Erklärung ins Rennen schicken. So, die Frage, welche steht oben? Dafür gibt es einen grünen Daumen. Auf den kann ich klicken, wenn ich die Erklärung gut finde, oder einen roten, wenn ich es einfach total mies finde. Auf diese Art und Weise werden die Erklärungen gerankt. Das heißt, die guten kommen nach oben, die schlechten gehen nach unten. Wir sehen hier am Bewertungssystem oben der populärste Trick, so nennen wir die Kurzerklärung, zu Twitter hat 8 Punkte bei insgesamt 10 Bewertungen. So, wir gehen noch ein bisschen weiter. Die Maschine kommt her und verschlagwortet das Thema. Das sehen wir hier rechts an der Tech-Cloud. Das machen keine Menschen, das macht die Maschine automatisch anhand der Erklärungen, die abgegeben werden. Und dadurch, dass die Sachen verschlagwortet werden, finden wir auch automatisch verwandte Themen, wie zum Beispiel Follower bei Twitter. Hier nochmal, es ist kein Link, den ein Mensch setzt, sondern es ist die Maschine, die anhand der Erklärung merkt, welche Themen gehören wie zusammen. So, jetzt ist es so, diese Kurzerklärung, die behandeln nicht bei uns auf der Plattform, sondern wir möchten gerne heraustragen ins große, weite Internet. Da kann man tolle Sachen mitmachen. Und was für welche schauen wir uns jetzt im zweiten Film an? Nein, das erste. Okay, werden wir den Film noch vorbereiten, erzähle ich noch mal kurz. Okay, hier ist er. Also ich habe gesagt, wir möchten die Erklärung heraustragen. Ein Beispiel ist jetzt die Cebit-Webseite. Wir haben ein kleines JavaScript-Plugin, da kann man Sachen markieren, Worte, die man nicht versteht als Leser, und man bekommt dann die populärste Erklärung von Twinkle kurz und knapp so einer Sprechblase angezeigt. Die Cebit ist ja eigentlich jedes Jahr aufs Neue wieder Produzent von Buzzwords, die kaum einer versteht. Wir möchten sie erklären mit Twinkle, unserem Plugin. So, das funktioniert auf jeder Webseite, ist ein Zweizeiler JavaScript, kann man einbauen, dann kann der Nutzer es markieren, wer hätte die Erklärung. So, wir haben es weitergesponnen. Wir haben gesagt, wieso nicht mal bei Google? Könnt ihr mal hochscrollen, bitte? So, wir sind hier in Hannover.
suchen wir einfach mal nach Hannover. Was bietet uns denn da Google? Google bietet ganz, ganz viele Links. Bilder, Karten, gesponserte Links an der Seite. Aber das Wichtigste, was ist denn Hannover? Landeshauptstadt Niedersachsen, 520.000 Einwohner mit einer Messe unter anderem. Das muss ich mir heraussuchen, indem ich irgendwo draufklicke. Unsere Vision ist es einfach, dieses soziale Glossar da drauf zu bringen. Was bei Google funktioniert, funktioniert noch besser bei Wikipedia. Ganz anderes Beispiel, Damenbad. Wenn ich Damenbad eingebe, komme ich auf eine Seite, die mir überhaupt nichts weiterhilft. Ganz eklige Bilder, noch schlimmerer Text. Man sieht rechts an dem Scrollbalken, da kommt noch viel, viel mehr. Das möchte ich doch hier gar nicht wissen. Ich möchte noch eine kurze, knackige Erklärung. Wie das aussehen könnte, haben wir mal automatisch mit unserem Ticket-Erklärung oben drüber eingeblendet. So, man sieht, wir sammeln auf Ticket-Erklärungen von Nutzern, bringen die zusammen, ranken die, verschlagworten die und möchten die gerne herausbringen. Wir haben eine offene Programmierschnittstelle. Das heißt, jeder ist hiermit ermutigt, selbst was zu programmieren. Das ist ganz einfach. Okay. Und wir haben es eben auf Webseiten gesehen, aber eigentlich sind kurze Erklärungen auch prädestiniert für mobile Endgeräte. Oder wieso kriege ich es nicht mal auf ein Navigationssystem? Ich bin in einer fremden Stadt, stehe vor dem Brandenburger Tor und kriege kurz auf meinem Navigationssystem, auf meinem Handy, wo auch immer, die Erklärung, was ist das Brandenburger Tor. So, das funktioniert auch woanders. Wieso nicht auf der Spielekonsole? Wieso nicht in den Social Networks? Twitter ist voll mit Begriffen, die man auf Anhieb nicht unbedingt versteht. In E-Mails oder in Google Maps geobasiert. Weil das sind unsere Ideen, was man mit diesen Erklärungen machen kann. So, unsere Idee ist einfach Wissen, und zwar Wissen to go. Das heißt, Wissen zum Mitnehmen. Ich möchte abschließend nochmal jeden ermutigen, mitzumachen. Die Adresse steht unten, www.twig.it. Jeder kann seine Erklärung zu jedem beliebigen Thema abgeben und helfen, unsere Vision von Wissen to go wahrzumachen. Vielen Dank. Da wurde mir gesagt, da hinten hält er schon die Hand hoch.